Und die blocke sich gleich. Ah, wobei, muss nicht mal sein. Zip. Ich hatte überlegt, ob ich noch hier ihre Angriffspunkte aufspare, aber ist egal. So, dann kommst du. La la la. Und dann kommt der und zack, weg ist er. Nö, jetzt warte mal, jetzt soll er herkommen. Oder er noch. Oh. Oh, hat noch geschossen. Ich bestimmt bereue mich. Ich dachte gerade, sie wären Griffe geworden. Ich so, hey, 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 ist schiller, Basic Tommy. Wobei, nee, ich warte den Angriffspunkt auf. Dann soll er so kurz das Video kurz platt machen. 106. Ja, das können sie packen. Perfekt. King Arthur. Ja, lauf vor. Wir werden ins gleiche Leidrecht haben. Aber er kann angreifen auf jeden Fall. Ja, perfekt. Lol, one hit halt. Raffel. Aktiviere. Aber das hinten ist nicht offen, ne? Rein zufällig. Nee, nee. Von mir aus. Es könnte aber jetzt hier richtig wieder hin. Da ist die. Die letzte Verbindungslinie der Dunkelheit für das Herz von Excalibur. Seltsam, ich will ja nicht behaupten, dass es einfach war, hierher zu kommen, aber warum standen uns nur ein paar Kreaturen im Weg und wo ist das Licht? Ich frage mich da schon länger, Arthur. Er stärker als jede von diesen Bestien. Warum ist er nicht einfach gekommen? Hat sie höchstpersönlich um uns gekümmert? Ich befürchte, dass es ein schlechtes Omen ist. Für die Diener der Dunkelheit ist es äußerst wichtig, uns vom Herz fernzuhalten. Und wie es aussieht, hatte der Licht andere Prioritäten. Leider war diese Brut der Untoten schon immer ein äußerst mächtiger Zauberer. Er muss wissen, dass uns all die Kreaturen höchstens ein wenig aufhalten. Die Sache stinkt zum Himmel. Vermutlich will er genau das. Wir sollen lange genug aufgehalten werden, dass er seinen Plan durchführen kann. Aber was plant er denn dann? Diese Spekulation bringt uns nicht weiter. Wir müssen uns schleunigst den Stein holen und zu Merlin zurückkehren. Yes. Aber ja, Merlin wahrscheinlich umlegen wird, behaupte ich mal. Und das hier wird gleich richtig assi. Fululu. Zwei Distanzangreifer, wo kommen die her? Könnte die zwei sein? 1, 2, 3, 4, 5, ja, sollte die sein. Gut, du bleibst hier. Du gehst mit nach vorne. Wartest. Ja, 43. Oh, sie hat ein Level Up, das hab ich gar nicht gesehen. Whoopsie. Die frittieren wir aber eh gleich weg, da greift jetzt an. Du wartest. Sie greifen an. Lol. Macht einfach Critter, die Frau. Traumhaft. Alter, wirft angreifen kann, ne? So, noch einer, dann war's das. Dankeschön. Du machst mal das hier. Double Kill. Einfach, weil das kann. Süß, wie sie mal einfach nichts abziehen. Okay, ihm schon. Ja, ein tut's fei weh. So. Resis gegen Elektro. Ja, das bringt ja auch nicht viel. Na, 93, doch ein bisschen was. So, ich gebe mir 4 AP vor. Und darf ich bitten, die Dame? Pew! Headshot. Darf ich bitten? Pew! Achso, alt. Achso, er ist dran. Oh, ich hab schon alles aufgebraucht. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Nö, dann geh mal dahin. Au. Au.
Okay, du frittierst mir dann aber nicht. Ist egal, überspringen. So, die klatschen jetzt kurz. Pew, Headshot. Ich sehe nie, wie viele Erfahrungspunkte das immer gibt. Das ist zum Kotzen. So, also, dann wird auf jeden Fall der Hebel für das andere Ding sein. Das ist ein einziger. Der einzigste. So, Hebel. Und bitte lass meine Theorie stimmen. Und ich habe da Material liegen lassen. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, das ist es. Hierher. Das Material holen. Aber so vorbeilaufen bitte, dass die nicht euch angreifen. Das wäre nett. Danke. Vor allem noch Geld. So, Alter, 24% Crit-Chance, ne? Das ist halt schon übel. Vor allem Paper-Crit. Ne? Also der tatsächliche Crit wird höher, Liga. Weil man das noch dazu rechnet, war ich fast nur noch Crits, die Frau. Volltreffer. Ausweiche braucht man nicht. Komm, mach das noch. Gib ihm. Die sind fast voll ausgestattet, ne? Also voll geskillt. Hoho. Kiste. Mitnehmen. Weißt du denn für was? Hab ich egal. Wir nehmen's mit. So. Ja. Kampf. Wir warten. Du kommst aber mit nach vorne. Genau. Wartest. Oh, 45. Ernsthaft. Oh, Kräfteabwehr angleichen. Wollt ihr auch herkommen? Wollt ihr sterben? Ich werde euch alle abschlachten. Es wird Spaß. Eure Familie, sie wird euch nie wiedererkennen. So, du gehst auch bestimmt noch ein paar Punkte nach vorne. So einfach. Weil, YOLO, du kannst. Und Feuer! Piu! Klemme die Hälfte ab, sogar. Ah, Zerding wird gleich losfetze. Boah, der wird gleich so losfetze. Warte mal, spart du dir deine Punkte, komm. Zerding, please. LOL, Triple Kill! Ja komm, was willst du, du Bastard? Do it! Stirb, Schlampen! Was? Oh geil, Alter, ich warte mal doch den Angriff. Gerade wenn so eine Horde dran ist, ist die Attacke so böse. Warte mal, gab's hier eine Kiste. Doch, da war noch eine Kiste. Da ist eine Kiste. Oh, Handschuhe. Okay. 49. Verteidigung 614. Kritische Treffschuss 10%. Gegenst plus 10. 10 Resistenz. Ja, sehr gut. Her damit. So, dann haben wir das nochmal. Hier ist es, Excalibur's Herz. Ich weiß, dass es sich nur um einen Stein mit mächtiger Energie handelt, aber es kann. Aber ich kann ihn fast schlagen hören, wie das Herz eines echten Lebewesens. Du bist nicht mehr weit davon entfernt, die Wahrheit zu finden, Arthur. Dieser Stein hat mehr Leben in sich als viele von denen, die auf den staubigen Straßen über uns wandeln. Oh, bitte nicht, Nass. Wir müssen uns beeilen. Erinnerst du dich? Wir gehen zum Meer zurück. Und zwar schnell. Noch nicht ganz. Wir haben da noch einen Raum zu clean. Ich möchte es mal erwähnt haben, ne? Kiste ist leer, gut, sehr schön. Okay, nice, hier kommt. Ich höre sie mir nicht wackeln, das ist gut. Hopp, dahin. Ach, da stimmen wir jetzt einfach rein, YOLO. Das ist noch die Kiste, die will ich. Kampf. Echt? Jetzt schon? Ja, warte halt. Du kommst dahin. Oh, die anderen sind aber ziemlich weit weg. Aber sehr weit weg sind die. Hätte nicht so vorstürmen sollen. Heilige Scheiße.
Ist aber echt weit weg. So. Ist ein Müh, was da weniger ist, aber ist egal. Heben wir uns ganz mal auf. Lol. Zerfetztes Viech halt, ne? Damit es halt einfach nicht zu uns kommt, weil es Schiss hat. Ganz genau weiß, was abgeht. Oh, was willst du nur tun, hä? Was willst du jetzt tun, du kleines Schwein? Ich will dich töten. Ja, komm, zerfetzt es bitte. Do it! Dann mach's halt so. Oha, 131 ist aber fett. Ist tut fei weh. Was hat denn der überhaupt? Ah ja, krieg mal Blatt. So, nochmal. Giftzahn des 14.000. Ja, flipp halt aus. Hallo. Sache holen. So, dann die Truhe. Beträchtliches, fatales Gerät. Gerät 3000, eine legendäre Waffe. Ist das groß und ist eine Aufschrift drauf. GFS 3000. Das große Fisch von 3000. Mal ich eine legendäre Waffe. Wie kann man mit einem Metallklumpen in der Größe überhaupt kämpfen? Das ist eine andere Baustelle. Ein echter Krieger kann alles angeblich. Na gut, jetzt haben wir es gefunden. Dann schleppen wir jetzt mal zu Dwayne The Rock Johnson zurück. Kämpfen werden wir garantiert nicht damit. Okay, halt nicht MG, sondern... Ah, dann haben wir das auch mal geklärt. So, Festung Anauri. Haben wir eigentlich jede Quest gemacht, die uns vorgeworfen wurde, ne? Kommt, kommt, hopp, hopp, Bewegung. Ihr kennt den Weg hoffentlich. Ja, sieht gut aus. Wache, Wache, billige Wache da. Kann nix. Spiel gespeichert, so. Twain! Kinet, hier lang. Kiste ist immer noch leer. Kommen wir gar nicht mehr ran. Ja, das ist es ja, das GFS 3000, endlich. Vielen Dank für deine Dienste. Wie willst du denn damit kämpfen? Man kann es ja kaum mit beiden Händen heben. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich bin keineswegs ein Schwächling. Allerdings habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie man damit kämpft. Ich würde noch einen Meister suchen, der es mir beibringt. Dann hätte kein Dämon mehr einen Schuss gegen mich. Dann mal viel Glück bei der Suche nach einem Lehrer Twain, The Rock Johnson. Ja, yep, haben wir 5000 Erfahrungspunkte bekommen. Oh, Bubble. Ist ja Fettshaming hier, oder? Nee, ist ja Brainshaming. Nicht Fettshaming, aber Brainshaming, Mann, was ihr da betreibt. Oh, werden danach. Komm, hier, Stärke, gib ihm. 51, 52, jetzt bist du besser dran. So, was machen wir für dich jetzt noch? Zertrümmerung. Ja, gib ihm. Keine Ahnung. So, speichern, geh, dann müssen wir zu Merlin zurück. Kagerwald. Lauft! Das haben wir gut eigentlich getan, was wir konnten. Bitte seid nicht so dumm. Irgendwie sind mal in der Runde. Hey, geht hier nicht lang, warte mal. Schwertmendes Volk da. Merlin! Wir haben es! Fettshaming! Nein, Spaß jetzt. So, redet mit ihm. Wie ich sehe, hast du deinen Stein gebracht. Gib ihn doch her. Tut mir leid, aber wir haben keine Zeit für Feierlichkeiten. Egal wie eingemessen die für einen Augenblick wie jetzt wären. Bitteschön, wir haben das Ding genau da gefunden, wo du es vermutet hattest. Aber natürlich. Aber sagt mir. Was hat da so lange gedauert? Ich habe euch schon viel früher erwartet, vor allem nachdem der Lich euch nicht verfolgen wollte. Du wusstest, dass der Lich nicht dort war? Warum das denn? Er hatte begonnen, einen großen Zauber zu wirken, sobald ihr weg wart. Und natürlich konnte ich das spüren. Solche Zauber können nicht unterbrochen werden und ich spüre immer noch seine Magie. Yidril hatte also recht. Er ist mit etwas Wichtigerem beschäftigt, als damit uns von der Wiederherstellung von Excalibur abzuhalten.
Exakt. Und nun seid bitte ganz still. Gardum idisch, itikitialtokus, itikitialtokus, igira miapora, kiranavari, itikitialkotus, maldifidi, tabakliol, leotolodar, takavulanch, iragnaltasov! Arthur, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du die Macht dieses Schwert beherrschen und seine Versuchung widerstehen kannst. Ich glaube, dass du zum Retter dieses Landes wirst. Und nun gehe und hole dir Excalibur. Excalibur! Das Schwert fühlt sich nun ganz anders in meiner Hand an. Lass dich nicht davon irritieren. Das Schwert ist jetzt Excalibur. Das Schwert der Könige. Ich spüre die Welle der Dunkelheit vom Drachenberg nur noch stärker aufsteigen. Bald wird es zu spät sein. Beeile dich bitte, Arthur. Du kannst uns vertrauen, Merlin. Diesmal wird dich Excalibur-Besitzer nicht enttäuschen. Dieses Mal ist er nicht alleine. Echt? Was kann das? Zeig mal. Holy Damage, cool. Das sangwogene Schwert des König Arthurs. Okay, ausrüsten. Warte mal, haben wir eine Waffe für ihn? 153, yes, baby. Das waren die komischen Billighandschuhe, ne? Da hat's ja bessere. Ja, ja. So, sortier nach Art. Sehr schön. Was macht er jetzt Damage? Der gute Herr. 232. Holy Craparoni. Gut. Speichern wir kurz. Ich glaube, es geht jetzt Richtung Finale. Auf zum Drachenberg. Excalibur. Ich dachte, der Drache wird unser Freund. Er wollte nicht unser Freund werden. Er wollte nie unser Freund werden. Er wollte sterben. Immer und immer und immer wieder. Kinders, wir finden Weg. Okay. Höhlenwächter, 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 Lich. Ja, 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 ja. Komm ruhig her. So. Komm mal rechts lang. Ist ein Bergtroll. Okay. Wenn wir noch hier lang gehen, ich möchte mal kurz für Excalibur testen, sorry. Ich will eigentlich alle Monster vernichten, die hier rumlaufen. Angefangen mit ihm. Wartet mal, das machen wir ganz taktisch. Kurz zum Dorf. Vom Dorf aus, geh mal hin. Dann können wir nicht frontal angreifen, da hat jeder Spaß dran. So, gut, okay, Jungs. Mädels. So, nach vorne. Kampf! Ja, ja, komm ruhig. Ja, komm doch. Oh, 88, süß. Ach. Sind sie nicht süß, wenn ich versuche, Schade zu machen? Todesstoß. Piu. Ausgewichen, genau. Als ob du irgendwo hinausweichen könntest, träge Mistviech. 28. Okay, es kann noch eine Weile dauern. Ich dachte, das ist schwer, das ist episch, macht mehr Damage. Das lohnt sich nicht. Gar nicht. Wenn unbedingt der Angriff voll ausgebaut ist, ne? Ist etwas traurig. 200, oh, die macht Damage des Zorns, die Frau. 23. 23. Zip, mach mal Damage over time. Ach ja, komm man, das gibt's doch nicht. Wie weicht denn der aus? Will ich mir verarschen? Der kann nicht ausweichen. Der ist groß und schwer, das alles, aber nicht ausweichfähig.
Oh, das kriegt doch auch mal nett hin. Ja, ich glaub's nochmal.